Also ich glaube, erstmal fehlt es so ein bisschen an Informationen, also was sozusagen auch die rechtlichen Grundlagen sind, weil zunächst einmal gibt es tatsächlich eine Definition von Seenot in der SAR-Konvention, schon 1979, also tatsächlich schon viele, viele Jahre alt, wenig später in Kraft getreten. Gleichzeitig gibt es auch verschiedene Frontex-Regulierungen oder beziehungsweise die Frontex-Regulierung des Europäischen Parlaments und dort sind einige Richtlinien drin, die sagen, warum ein Boot in Seenot ist. Zum Beispiel geht es darum, dass die Anzahl der Personen, die sich auf dem Boot befinden, die eigentliche Tragkraft des Bootes tatsächlich zum Beispiel übersteigt. Es geht darum, ob ausreichend Benzin vorhanden ist, um überhaupt die Fahrt fortzusetzen. Es geht darum, ob schwangere Frauen oder Kinder an Bord sind. Und in unserer Erfahrung treffen diese Richtlinien und alle anderen, die auch in dieser Frontex-Regulierung zum Beispiel getroffen werden, die treffen alle bedingungslos zu. Und für uns ist es insofern ein Rätsel, wie eigentlich Menschen tatsächlich auf die Idee kommen, dass eine Seenot vorgetäuscht werden kann und warum solche kreativen Aussagen überhaupt über diesen Umstand der Menschen getroffen werden. Zwar beantworten die rechtlichen Grundlagen die Fragen eigentlich recht eindeutig, aber ich glaube, wir sollten in dieser Debatte einen gewissen Respekt den Menschen entgegenbringen, die über das Mittelmeer fliehen und ihre schwierige Situation anerkennen, ohne tatsächlich da stets über sie unrechtmäßig zu urteilen.